Wir schalten direkt nach Solingen zu Rupert Wiederwald. Rupert, was ist dein aktueller Stand? Was weißt du inzwischen über die Festnahme? Ja, die Festnahme erfolgte hier hinter mir in dieser Unterkunft für geflüchtete Menschen. Hier sind vor allem Menschen untergebracht, die geflüchtet sind. Wir wissen, dass es sich um einen Mann handelt. Soweit hat die Polizei es inzwischen bestätigt. Sie spricht auch selbst von einem Tatverdächtigen. Sie möchte allerdings nicht bestätigen, das Alter, das gerade kursiert, 36 Jahre alt. So haben wir es aus verschiedenen Quellen gehört. Und sie möchte auch nicht bestätigen, die Motivlage des Mannes. Also da gibt es derzeit noch sehr, sehr viele Fragen, die offen sind. Die Frage ist, ob wir das heute Abend noch bekommen. Die Polizei ist hier mit Spezialeinsatzkräften um 8:30 heute Abend reingegangen und sie sagen, sie seien einem Hinweis gefolgt. Woher der Hinweis gekommen ist, das wissen wir noch nicht. Man kann vermuten, dass er wahrscheinlich aus der ersten Verhaftung, die wir heute gesehen haben, nämlich am frühen Morgen, wurde ja schon ein 15-Jähriger verhaftet, dass ja diese Hinweise sich eventuell da heraus gespeist haben. Soweit hier aus Solingen. Dankeschön für diese Information, Rupert Wiederwald.